Vlog 10:55. Fertig. Speichern. Der kommt auch so mittags dann irgendwann hochgeladen für euch und damit guten Morgen. Das ist jetzt 5, 6, 7 vor 9. 6 vor 9 und wir sehen uns gleich im Laden. Ja, ich habe etwas zu sagen noch vorab. Nö, glaube nicht. Danke nochmal für dieses kleine Geschenk gestern. Das hat mich sehr gefreut. Also es ist ja immer wieder schön, Post von euch zu kriegen. Auch wie gesagt, über solche Sachen hier, oder über das, das war ja eine persönliche Übergabe, aber über solche Sachen, solche Zeichnungen oder solche Briefe, die schon kamen, oder dieses Fresspaket, was mal kam, oder mal eine Speicherkarte, die zugesendet wurde. Oder eben einfach nur mal Post mit irgendwas, ja, also einfach nur mal eine Postkarte hatten wir auch schon von Ringo und Annette hatten wir die. Ja, also solche Sachen, das freut mich einfach, das finde ich toll, finde ich gut, finde ich super. Macht weiter so, ja. Wollte mich dafür nochmal bedanken, allgemein in die Runde. Und gestern war ich eben auch sehr erfreut, zumal, weil ich einfach runterkam, nach der Pause aufgeschlossen habe und da lag dieses Paket. Und ich mich gewundert habe, wie kommt denn dieses Paket hier unten drin, wo da alles abgeschlossen ist. Aber ja, der Nachbar war gerade da und hat es angenommen und hat es mir unten auf den Tisch gelegt. Perfekt. Ideal. Heute räumen wir hier auf alle Fälle. Wenn jetzt hier nicht viel passiert, wird hier aufgeräumt, sodass alles wieder schön hier drin ist. Der ganze Kram kriegen wir schon hin. Machen wir richtig schön. Dass das hier ein bisschen leerer wird. Wieder mal. Es geht dem Ende entgegen des Jahres. Und da müssen wir auch ein bisschen uns wieder reduzieren. Da werden auch wieder einige Kisten gepackt. Deswegen habe ich ja schon mal angefangen mit den Kisten packen. Die werden dann auch fotografiert und dann eingestellt und dann mit oder nicht oder was oder wie. Und das gleiche passiert natürlich auch mit dem Trödel, wobei der wird dann einfach eingelagert. Da wird einfach hier einmal abgeräumt hier oben. Alles, das ist immer so witzig. Das wächst immer im Jahr zusammen hier. Das ist unglaublich. Alles, was hier so gekommen ist, so die Bilderchen, die sind alles, was hier so nicht, noch nicht hängt. Und was eben noch nicht hängt und hängen soll, wird einfach angehangen. Denn das wird dann angehangen und dann bleibt es auch hängen. Aber alles andere wird dann erstmal einmal wieder absortiert. Der ganze Trödel, alles, was hier so gekommen ist, ist alles weg. Trödel, die ganzen CDs, die habe ich ja hier auch teilweise im riesen Konvolut gekauft und. Alles, was die Tische so voll macht, kommt alles eingelagert. Kiste und drin in der Garage. Das ist dann das Jahr 2020 gewesen. Ganz einfach, so muss man nicht sehen. Das Jahr war für mich, wenn ich jetzt schon Resümee ziehen sollte, nicht sehr berauschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass ich nicht alleine damit dastehe, das ist mir klar. Genau sagen. Dieses Jahr war für uns alle nicht gut, gehe ich mal von aus. Ja? Oder für bestimmt 99% der Menschen nicht wirklich berauschend. Aber es geht jetzt mal nicht um alle, es geht jetzt mal um mich, um den Laden hier, um die Situation. Und da ist es so, dass dieses Jahr eben auch nicht, auch für mich nicht gut war. Und dennoch haben wir viel geschafft. Dennoch habe ich ein paar gute Videos, wie ich finde, auch zusammengekommen. Dennoch ist unsere Gemeinschaft gewachsen. Das ist ganz wichtig. Und wir haben neue Freunde gefunden, sozusagen. Auch Leute, die hierher kommen dann und hier mit dabei sind. Und ich finde, das ist eine gute Entwicklung. Ja, also insofern hat jedes Jahr irgendwas Positives natürlich. Corona kann uns alle mal sozusagen, das ist jetzt nicht das. Ja. Wie gesagt, zum Abschluss des Jahres mache ich nochmal einen Kiezenf, so einen Talk aus dem Fahrradladen vielleicht nochmal und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ob ich denn im November ein Praktikum mache oder nicht, weiß ich eben noch nicht. Allerdings anstellen lassen, das weiß ich nicht, ob das für mich wieder in Frage kommt, weil, was heißt wieder, ich war noch nie angestellt. Ich jetzt so
überlege. Nee. Ich habe schon immer selbst gearbeitet. Ja. Klar, man hat eine Ausbildung gemacht oder so, ja, das, ja. Aber ich war noch nie in einer Firma angestellt. Ich habe immer so auf eigene Rechnung gearbeitet. Immer, immer schon. Das ist nicht machbar. Da kann ich mich noch nicht mit anfreunden mit so einem Gedanken. Das ist das Problem. Ich höre mir alles an, kann mir alles angucken auch, aber das ist eine andere Situation. Ich bin schon gerne mein eigener Boss, mein eigener Chef. Bin gerne auch ein bisschen frei, ne? Weil diese Freiheit hast du dann eben nicht. Ja, dann hast du die Freiheit nur über Krankenschein und das funktioniert bei mir nicht. Ich hasse ja Krankenscheine. Der geht ja nicht. Ich hasse Ärzte. Ich hasse sowas. Deswegen möchte ich nicht. Ist nicht mein Ding. Gut. Das als Introduktion für den Tag. Und wie gesagt, heute versuchen wir hier ein bisschen Ordnung zu machen. Wir versuchen es wie immer, jeden Tag. Ich leg mal dieses furchtbare Handy ab. Da geht mir, gleich ganz übel. Wundere mich schon, warum ich so Brustschmerzen kriege. Ja, natürlich nicht wegen dem Handy. Ne? Ist ja klar. Ich fühle mich nicht gut mit so einem Handy, ehrlich gesagt. Das ist auch jedes Mal so. Erstens darf nicht runterfallen, darf nicht kaputt gehen, dies, das, jenes, ja. Und zweitens, wenn er anruft, kann ich ihn nicht annehmen. Ja. Also ihr könnt mir gerne eine E-Mail schicken oder so, wenn ihr irgendwelche Ideen habt für irgendwelche Projekte, wo man sich beteiligen kann. Oder wenn ihr Bock einfach habt, bei mir hier was mitzumachen im Team. Vielleicht bauen wir uns ein eigenes Team auf. Ich meine, wie gesagt, im Moment kann ich leider nicht bezahlen. Ihr seid halt ab der ersten Stunde mit dabei. Ihr seid die Leute, die das Ganze mit nach vorne bringen. Das kann man ja auch machen. Ihr könnt gerne sagen, nur pass auf, ich habe die und die Idee und ihr könntet dir da und da mithelfen oder so, wie der Ingolf eigentlich ja angeboten hatte, mit dem PC das zu machen. Das müssen wir auch unbedingt nochmal machen, weil der stürzt sauer ab. Ich will unbedingt einen Livestream machen. Ich möchte einen Livestream machen wieder. Also so eine Sachen, dann kommt einfach vorbei, meldet euch. Ja, am besten, ihr kommt vorbei und, oder irgendeiner, der vielleicht auch jemand, der Kamera macht, jemand, der die Videos macht, ja, weil diese Kamera hier, diese Kameraführung, das ist ganz wichtig, wenn da jemand, es sieht viel geiler aus, wenn jemand die Kamera in der Hand hat oder so und vielleicht ist es dann eben halt auch keine GoPro mehr, sondern eben irgendeine andere. Muss man dann mal sehen, da muss man sich zusammensetzen, muss man gucken, muss man schauen. Vielleicht kriegt man Spenden ran oder so von den Leuten, dass sie sagen, pass auf jetzt, jetzt machen wir das ein bisschen professioneller, den ganzen Kanal und machen so ein bisschen mit einer vernünftigen Kamera. Wenn jemand nämlich die Kamera auch hält und führt und so, dann ist das was anderes. Als wenn die GoPro ist ja auch nur, weil sie so schön klein ist, kann ich sie hier hinstellen, kann ich sie da hinstellen, kann ich sie hier aufstellen und so weiter. Ja, also kann ich wie heißen denn die Dinger hier, Spiegelreflexkamera, also mit diesen großen Kameras kann ich das ja nicht machen. Die muss ja jemand halten. Das ist ja das. Ne? Natürlich sind die geiler und haben eine bessere Auflösung und sind irgendwie was auch immer. Sind halt, damit kannst du Filme, damit kannst du Full HD Filme drehen. Ja? Also so echte, richtig geile, gute Filme. Kannst du mit einer GoPro auch, aber dann bräuchten wir die Leute von GoPro hier, die eben mal zeigen, wie das funktioniert. Ja, wenn das ja eben so eine High-Class-Dinger, wenn die dann ihre Promotion-Videos zeigen, was man mit einer GoPro alles machen kann. Da geht mir ja, da werde ich ja schwach, das finde ich ja geil. Ich finde ja sowas richtig geil, so dieses Inszenieren finde ich ja richtig gut. Ja, also wer sowas kann, ausleuchten etc., dies, das, jenes und dann alles mit Musik noch und so genial machen. Ich bin totaler Fan von sowas. Also diese ganzen, ob es Musikvideo, Werbevideos oder sonst irgendwas ist, dieses ganze Gemachte und wenn es gut gemacht ist, da bin ich totaler Fan von. Das finde ich richtig gut. Ja, ich weiß, da stecken ganz schlaue Köpfe dahinter und ganz Leute, die sich richtig gut auskennen. Und einfach nur, ich brauche hier, der hinter der Kamera steht quasi, ja, der irgendwie das filmt ein bisschen, der ein bisschen mit dabei ist, der quasi, wenn es hier unten im Laden ist und so, der die Sachen hinterher auch bearbeitet und schneidet. So was wäre natürlich geil, auf lange Sicht gesehen, wenn wir das mit dem Kanal hier weiter betreiben, so wie es jetzt ist, dann ist so was einfach auch sinnvoll.
Ne? Also, wenn er Bock habt auf sowas, oder wenn er jemand kennt, er sagt, hier, was weiß ich für ein Studium oder was auch immer. Wir unterbrechen für die Wolle-News. Wolfgang, was hast du denn? Was ist passiert? Ich sage, ich unterbreche jetzt für die Wolle-News. Jetzt musst du auch lieb vorlesen. Ach so, ja. Hertha Labbadia hat ein Millionenproblem. Corona-Impfstoff gestoppt, Testperson schwer erkrankt, was für Deutschland bedeutet. Theo Boss kämpft für Berlins Kultur. Und erster Prozess mit Kopftuchanzeigerin in Berlin. Seine Frau wusste von nichts. Ja. Corona-Impfstoff gestoppt. Wie viel waren das? 6, halb 7, irgendwie so große Fahrraddemo. Ja? Naja, ist also halb 7 oder 6, halb 7. Okay. Ja. Mein Kind hat Corona-Antikörper. Schön. Sehr schön. Die Evolution geht weiter. Guten Morgen, es gibt Hoffnung. Ihr Kind hat Antikörper. Also auch nicht alle, oder? Haben wir alle Antikörper? Das ist aber sehr anti. Moin. Nein, aber mein Kind hat kein Fahrrad. Ach, dein Kind hat kein Fahrrad. Vielleicht hat es Antikörper, aber kein Fahrrad. Antifahrrad. Das ist ein Antifahrradkind. Und wie Neun, alt, groß? groß wie ein Zehnjähriger. Athletisch, also Athletisch, gut durchtrainiert. wunderschön, Wunderschön, das beste Kind intelligent, der Welt. ja, eine Gangschaltung. Herz ist gut. Und eine Gangschaltung. Eine Gangschaltung. Keine Gangschaltung. Durchtrainiert heißt gleich keine Gangschaltung. Keine Gangschaltung. Ja, ach so, Single Speed. Ja, nee, aber was will er haben? Also kannst du mir ja da lassen, hier schon. Genau, das. Der ist extra lang, oder was? Genau, so ein Tandem-Ding, hat sie gesagt. Passt. Ja, genau. Und die Hülle. Genau. Und ich habe hier. Genau. Ist das angeschlossen? Soll ich das genau, auch noch schließe er mal an. Nehme ich. Ja, was? Schwebt das Ding da? Ich will nur sehen, was du hast. Und dann bringe ich ihn mit. Ach so, naja, na dann. Hier einfach mal gucken, unten rechts. Hast du eine alte Fahrradklingel, die du nicht mehr brauchst? Die ich nicht mehr brauche. Nee, also wenn ich Klingeln habe, dann werden die alle gebraucht. Aber wenn ich mal eine habe, wozu denn? Ich will die bei mir an einer Kellertür machen, hallo. Tolle Holztüre. Und wenn da jeder mal kommt oder sowas, ich habe da keine einfachen Klinge, so wie ich es immer so bin. Oder eine Klinge mal anmachen, jeder kommt und mir sieht, dass ich das der klingelt oder sowas. Weiter ja nicht. Aber wieso? Ja, wollte Liegst du im Keller jetzt oder nein. was? Jetzt klingelt noch im Keller, das ist, ich jetzt so auch eine, das ist mir so eine fixe Idee, habe ich. Ah ja, gut, okay, alles klar. Werden wir schon finden, irgendeine Klingel kriegen wir hin. Ja, so ich muss ich mal gucken. Ja, muss mal. Ich bin fixe. Heute eher am Sortieren ein bisschen. Also jetzt mache ich hier erstmal den Tandemzug hier bei dem Ich bin gestern eingefallen, ich habe eh nicht ab, aber das funktioniert da so nicht richtig da. Aber dann weiß ich nicht. Naja, ein bisschen. Ich muss mich da irgendwie ein bisschen oder will mich da irgendwie ein bisschen beschäftigen zu Hause. Und das ist da sonst so langweilig gewesen. Ja. Ja, die Rasen hier mit die Scheiße hier. Hey, moin. Ein bisschen beschäftigt. Morgen! Morgen, mein Frau. Na? Wie ist es? Mama will Geld haben, ja. Hä? Mama will Geld haben. Nee, nee, die kommt von der Kita. Nee, nee. Heute noch nicht. Noch nicht. Später, hallo. Nee, war ja wohl so Spaß, war das. Ja, ja, Wolfgang, du sammelst Minuspunkte. Wieso? Ja. Nee, alles gut. Nee. Machen wir nicht, dann fängt Wolfgang gleich wieder an zu weinen. Minuspunkte, nein. Ihr Kaffee. Meinst du mich? Ja, die Bestellung meine ich. Achso, die Bestellung, die müsste doch bekommen. Die drei Tassen oder drei Tassen. Ich wollte gerade sagen, du hast ja noch Kaffee. Ja, meine Kaffee reicht immer bis abends. Guten Morgen, wir haben mal eure Luftpumpe ausgeladen. Aber ist die raus? Nee. Ach, super. Dann ist es diese hier. Cool. Super. Danke, bitteschön. Brauchst du was? Hallo. Hallo. Sorry, I spoke to you last, like, this week. I just want to know what I have to find on eBay for my for the cassette. Remember the I can't find ah. This one.
Schraub. Schraub. Kranz. Kranz? Ja. Ich auch. Okay. Fünffach, ja. Fünffach. Ja. All. And that's good quality, the best. Okay. It's not, and that's the cheap ones. So I'm looking for like Shimano or something, right? No, Shimano Dura Ace Cord. Okay. Telefon liegt hier oben, willst du es einstecken? Nee, ich möchte es nicht einstecken. Soll ich es irgendwie unters Bett packen? Dann da hinten. Dura. Ach, du. Dura? That's a Dura Ace. That's the point. You need the small, very small. There's a new one, brand new. What a week. That's what I mean. But it will hold 4 years. Okay. That's the point. Yeah. Good quality. That's good quality. Okay. Like it. Good. Just one. Good morning. Good morning. Schau mal, dann weil ich komme. Ja. Später vielleicht. Ich habe leider eher die Kette nicht gekriegt. Ach so. Den hast du im Wort, aber für lange warten, zweite. Kann ich nächstes Mal wiederkommen, doch? Ja, okay. Das tut so. Ja? Danke. Tommy, danke dir. Bitte, bitte. Also, ich nehme die Ketten. Wenn ich alle so hätte, die Ketten, aber das ist doch nett. Als Zinsen da immer verdoppelt. Witzig. Gut, ich brauche jetzt Lastenrad haben wir oben zu reparieren. Ist doch ein Auftrag heute. Erstmal. Den Bremszucker gemacht beim Lastenrad draußen. Jetzt erledigt. Jetzt bin ich schon wieder hier beim nächsten Rad, bei dem Mondia, was auch gerettet wurde vor der Totalzerstörung im Straßenbereich. Also das war komplett auseinandergebaut, so wie es jetzt ist. So war es. Nur dass hinten noch der Hinterbau einfach zusammengetreten wurde, so total verbogen. Das wäre jetzt im Müll gekommen und das war mir einfach zu schade. Die haben alles schon weggeklaut. Deswegen müssen wir auch alles leider neu machen. Leider einmal komplett neu. Ja. Was mache ich hier eigentlich? Jetzt poliere ich das ein bisschen, poliere ein bisschen die Kratzer raus. Jetzt mache ich mit Stahlwolle. Ja, dadurch wird der Lack so ein bisschen angeraut. Aber eben auch diese oberflächlichen Kratzer gehen weg. Wie gesagt, bei dem Rad ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Weil es war eh tot hier mit. Einfach wenn die auch schön aussehen, wenn, so ein bisschen. Ja, wenn man sie schon aufbaut.
neu. Einfache Stahlgabel. So. Finde ich ja schön an. Bei dir? Oh ja. Bist du? Moin. Ich dachte, du bist schon mal wieder raus. Na, immerhin. Immerhin, ja. Immerhin. Ja. Du willst den heute hier, weiß ich etwa? Ja. So, also, um eins mache ich erstmal Pause. Wann? Um 1 Uhr mache ich Pause, dann bin ich 16 Uhr wieder hier. Jetzt mache ich noch schnell den Rollantritt, hier Schlauchwechsel und dann. Wie viel haben wir denn? 5 nach halb. 1. Was schon später? Ja. Du bist schon wieder unterwegs, ja? Nö, war ein bisschen auf Tempelhofer Feld. Ich habe ein bisschen die Augen entspannt. Ja. Boah. Das ist ja schön da. Ja, ich bin gerade am gucken, ich habe da so eine Webseite gefunden. Die verkaufen so Ausstellungsstücke und Vorführfahrräder. Ja. Zum Beispiel von Focus, eine Jaffa mit einem neuesten Bosch-Motor drin, Mittelmotor. Mhm. Den CX, der ich auch in Koppelberg über 25, weil die davor waren immer so gewesen, dass das Problem hier habe, dass wenn du schneller als 25 fahren musst, musst du den Motor antreten. Ja, genau. Aber der neue entkoppelt sich. Ja. Kostet normalerweise 2.700, jetzt 1028. Ich kann ganz schlecht in Größen einschätzen. Da hängt ein ziemlicher Stock des Fahrrads und wieder Manus. Ja, das ist nicht so groß. Das ist nicht so groß. Das ist auf jeden Fall auch zu groß für dich. Nee, ich bin doch. Achso, ja, stimmt, du hast ja in der Hand. Nee, ich hab das andere gelegt. Ist ja wie. Oh nein, ja doch, oh! Was? Nein, oh! Ich hab mir gestern seine scheiß Videos angeguckt, wo ich noch zu sehen bin, überall. Das ist ja schlimm, da will ich ja im Fernsehen. Das ist ja nicht Superstar. Ich raste auf. Valentin Superstar. Ich muss vermuten. Aber ich mach das gerne auf. Hey! Ich hab den Schlüssel nicht mehr, das ist wirklich meins. Valentin, kannst du hier mal einen neuen Schlauch reinstecken? Oh, bitte schön. Bitte, bitte. Ja. Kannst du das mal? Kannst super, ganz gut sein. Ich habe ganz viel mitgebracht, schöne Sachen. Schöne Sachen, ist gut. Er hat mich echt am Lädchen im Kopf bei uns. Ja, das. Ja, man braucht ja viel Material. Wie lange bist du denn schon hier? Elf Jahre. Im 11. Jahr, sagen wir mal so. Ist noch nicht ganz um. Ne? Dann habt ihr oben die Wohnung und diesen Keller gleich bekommen? Oder wie das ist? Nein. Hier oben in der Wohnung sind wir schon länger. Das wäre ja gut, so total günstig wie hier. Ja. Mit den Verhältnissen, das kriegen wir irgendwo anders. Da bin ich immer gespannt. Ah ja. Ja, und dieses Jahr, diesen Sommer, Spätsommer, ist ja Valentin halt mit dabei. Ja. Manche Leute sind da ein bisschen pikiert. Aber manche Leute sind ja auch so pikiert, habt ihr gesehen. Hast du ja gesehen, ne? Was war das? Lieb ihr mal, Digga. Genau, das war ein Ratschlag. Ja, so, Mensch. Das war kurios, habe ich schon gemerkt. Ui. Aber dann habe ich schon gemerkt, aber du weißt schon in etwa, was du alles auspacken musst, damit die Leute wissen, wie du es meinst. Also du hast das ganz lieb gemeint und da kam gleich so. Ja, das erleben wir ja auch. Also, naja, wie gesagt, das ist ja auch so, dass ich verstehe schon, was sie natürlich meint, im Ansatz zumindest, aber. Aber von x Variationen, die man äußern kann, hätte man es anders bringen können. Aber gut, das ist alles schön. Es wird am Ende eh verrechnet, wenn sie das Rad natürlich kauft, also so, und sollte sie es nicht. Ich bin so mit dem System halt ganz gut gefahren, dass ich den Leuten das anbiete, mietet doch einfach das Rad. Für einen Tag fahrt die üblichen Strecken, die ihr so fahrt, und dann seht ihr, ob es gut ist. Ja. Aber ich glaube, wie du schon immer sagst, die Leute haben keine Kohle dann. Ne? Die haben dann den Gegner, der hat die 8 Euro oder ich weiß nicht, was das kostet, die will ich nicht investieren, weil du willst vielleicht nur. Vielleicht trauen die einem einfach nicht mehr, ne? Dass man es gut meint. Ja, na klar, aber es ist ja nicht mehr. Also, sie könnten ja quasi auch, das wäre mir auch egal, wenn sie ein Rad auf 8 Euro Abzahlung kaufen jeden Tag.
Und wenn sie für jeden Tag dieses Rad haben, die 8 Euro geben, bis es bezahlt ist, sagen wir mal, wenn ein Rad 80 Euro kostet, dann haben sie es halt irgendwie nach 10 Tagen bezahlt. Ja. Genau. Und dann können sie am 5. Tag überlegen, ist doch nichts, haben sie 80 Euro bezahlt. Entschuldigung, meine Sache. Ja, ja, ja. Es wäre okay für mich, damit habe ich kein Problem. Ja, dadurch mache ich ja jetzt nicht mehr Geld oder so. Es ist ja auch ein Mietrad. Wie gesagt, es ist vermietet, das soll man, deswegen meine ich, man kann es durchaus auch. Ja, so eine Sachen, die hast du auch. Es gibt die Leute, die es immer falsch verstehen und dann, naja, egal wer, wir alle sind schon mal angeeckt. Meine, wie gesagt, Icke, ob Valentin dann komisch, immer jetzt, gestern wurde er einmal komisch, so von der Seite angeguckt, hast du vielleicht nicht mitbekommen, aber ja. Hat sich die eine Frau sehr gewundert über dich, über die Reaktion. Aber das ist das geht alle. Ach, nicht mehr, oh, kennt er ja auch. Und, auch die Wintermonate. Jetzt kommt der Winter schon wieder, ne? Jetzt ist ja schon wieder. Ja! Ja, genau. Ich. Ne? Meine Kinder, meine anderen Kinder. Hallo? Hast du Kinder? Hallo, hallo. Anderen Kinder. Das ist ja auch so ein Ding. Ne? Das ist so ein Anhänger, den du dir angeguckt hast? Nee, oder? Nee, das nicht. Aber so ähnlich. So ähnlich wäre das schon ganz cool. Ja, das war das Ding, das er ausgepackt hat, ne? Der Rollerhacker. Oh Mist! Ah! Das wird nicht. Ja, ich war heute schon bei Netto und habe darüber nachgedacht. Also der fährt heute nicht mehr zu Netto. Aber morgen. Ja, geht mal zum Spiel. Ich glaube, ich schiebe die. Die nimmt doch hier alles auf. Gut, okay, bei den Dünen ist es echt nicht extrem bei dem Haas. Da kannst du noch eine Schaltung da vorne machen. Brauchst du eine Schaltung vorne? Wie ist denn dein Teil? Nee, das ist halt, was ich gerne haben wollen würde, aber jetzt erstmal abwiegen ist. Ich wundere mich, dass wir in so einem sozialen Notstand leben. Nee, kein Bock. Nein, komm mal, Ruhe demnächst nochmal. Genau. Wir können ja auch was anderes machen, muss ja nicht da sein. Ganz genau, halt mir ruhig doch. Kann man ja selber machen. In der Schule von meinem Sohn, die suchen händeringend nach Leuten, die AG machen. Da könnte man eine Mechaniker-AG voll geil machen. Die haben auch einen Raum mit Fettwerkzeug und sowas alles. Perfekt. Ich frag mal da, dass mein Sohn ist nur in so einer Phase, wo er nicht möchte, dass ich in der Schule bin. So. Meine Mutter hat ein typischer Einzug. Ich bin ja cooler bin als alle anderen Eltern. So. Ah ja, probiert die mal. Ciao. Ja, ja, mach doch. Ja, mal. Ja, ja, ja. So. Ich hab vorhin meine Spektro auseinandergenommen und die war ja schon ein bisschen gestanden. Scheiße, ich muss echt. Muss man. Was? So, Herr Müller, ist das was für Sie oder nicht? Hast du 2,50? Ja, aber nicht. Ach, hier. Bist du der neue Praktikant? Ja, schon. Ein bisschen. Ja? Ein bisschen. Ich guck ein bisschen. Ah, was gibt hier da? Eine Rohr. Rohraufsatz. Ein Hebebügel? Nee. Darf ich weiter ran? Bitte? Darf ich weiter ran? Ja, na klar. Ob du weiter raten darfst? Ja. Was meinst du? Ja, das meine ich. Lass mir nochmal das Rad geben. Das will er haben, oder? Hat er ja. Das sieht doch nicht, wie der heißt. Sein Auto. Auto? Hier, Glassi. Hä? Ach so. Der Schnacker. Neue Arbeitskraft? Das ist Valentin. Ah. Valentin, das ist Carsten. Also nicht Heil. Hi. Ja, Heilbutt. Heilbutt, Maximal. Heilbutt.
Geh mal fischen, weil ja, sehr gut. Wie lange ist denn schon, wie lange bist du schon hier? 3-4 Wochen. Achso, guck an. Ja. Ey, das, ich glaube, das ist ein richtig geiles Teil. Also wenn ich recherchiere meine Sachen, ich denke, das ist schlimmer manchmal. Wenn ich es verkaufen würde an deiner Stelle, dann hier an dieses, kannst du dich erinnern, an dieses Privatmuseum in Strausberg, der Typ, der das Militarmuseum hat? Ist ja gar nicht. Oder, oder an, an die Russen selbst. Retour, ich schwöre Ihnen, auch im Heimatmuseum. Ein authentisches Stück mit dem Schriftzug. Na, ich muss da selber nochmal gucken, wie die aussehen, ob das ist. Ja, das ist also schon. Klar, 76 mm war das erste, was ich jetzt gesagt habe, von der Größe und Russisch auch klar. Ja, das sieht man hier passt, auch. Das passt alles. Russisch also passt hier oben ja. Mit der Nummer auch, weil hier ist das russische N drin. Es wurden auch keine mehr produziert. Also das muss vor Krieg sein, ne? Ja. Also Krieg. Definitiv. Ich hab so ein. Krieg! Ich weiß, wo eine Russenleitung ist. Ja? Und ja, er fühlt sich sehr wohl hier in dem Keller. Ja, das ist klar, dann würde ich mich auch. Weinkeller habe ich schon durch, weißt du? Den Weinkeller hat er schon durch. Den Weinkeller in deinem Keller. Ja, der ist schon alle. Die nicht. Wie dreht man das Ding ungefähr? Ja, das. Wie dreht man die Fürschende fest hier? Ich muss hier ein bisschen Papier machen, leider. Papier, ja. Und ja, was hab ich? Das war. Oh, dann nimm mal los jetzt hier. Scheißdreck. Ja, bei Schuhen waren wir eigentlich stehen geblieben. Genau. Bruce Lee, the master of course. Yeah, it's here. Guck mal. Ich habe das auseinandergebaut. Eine Steckprobe. Ich bin eins Teile, aber muss der Boss. Ah, hier war ich Mountainbike gefahren in die Berge. Im Fall habe ich mich gefühlt. Hey, bye. Hui, oh, ich war. Oh ja, ein bisschen die Standnase Ding. Standschaden. Ist einfach nur Wasser drin, Kondenswasser, und das bleibt dann, wenn es entsteht, sieht es so aus. Ja. Trotz Fett, da kannst du nicht machen, du musst ab und zu ein Rad auch bewegen, drehen. Genau, so ein Schluss. Beim Auto dann noch. So, was wollte ich denn sagen? Hier einmal aufbrechen, bitte. Der dauert hier ohne Ende, Alter. Aber du denkst, Tommy fällt es nicht auf, aber der ist einfach nur zu gütig und sagt so. Sag keinen Scheiß drauf, weil der Kopf. Ja, ich hab die gute Scheibe drauf. Die gute? Ja, ich hab keine Trennscheiben mehr. Ich mach Gehörschutz auf jeden Fall. Na, auf alle Fälle, ey. Und ich kau ab hier. Wenn irgendwas anfängt zu brennen, löschen. Andererseits, andersrum. Ja, mach das selber. Spann dir das ein, wie du willst. Du kannst auch von der anderen Seite dich hinstellen. Ja, kann ich auch machen. Schutzbrille hast du? Hast du Lastgläser oder Plastik? Plastik. Naja, dann brauchst du eine Brille drüber, der Brille. Ja? Ach, das mache ich doch so. Ja, nee, dann ist Plastik. Das ist die Brille auch. Weil der Winkel hier ist ein bisschen kacke, so, ne? Stell dir ein, wie du willst. Ich möchte nicht, dass hinterher schuld sein, wenn deine Finger ab sind. Ja, aber du kennst dich schon damit aus. Nee, ich hab sowas nicht. Nee, ich meine nicht dich, ich meine ihn. Was? Ich kenne mich auch nicht aus. Ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht, wovon hier redet. Ich muss jetzt erstmal, erst Flexer, er weiß Bescheid. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Soll ich nochmal rausziehen oder weißt du, wie das geht? Nee, geht schon. Gut. Guck mal, den Flexer an, der weiß genau, wie er. Wir lassen das jetzt mal hier nicht. Ich nehme mal die Stahlwolle weg, wa? Weißt du, die Stahlwolle ist immer so ein Beschleunigungszünder. Echt? Ja, wenn da ein Funke raufkommt, dann brennt die weg. Ey, hast du es auf Kamera? Ist ja schlimm! Hast du hier Pups oder was? Nee, darf ich? Warte! Ja, da hinten ist Benzin, offenes Benzin, ne? Also keine Funken drin. Ja, ich hab das mal als Silvester erlebt, da ist eine ganze Eingangstür hochgegangen. Hier hast du noch einen Schutzhelm, willst du einen großen? Ja. Feuerwehr sogar. Der hat richtig Spaß dran. Der ist ein Flexer und ein Schweißer, muss aufpassen. Der Schweißer, nur aus Spaß schweißt halt jetzt wieder zusammen. Das glaube ich. Ja, wenn sie freut, ey. Ja, wie ein kleines Kind. Weißt du warum? Weil er immer so. Also, einfach durchgeflext.
Das hat einfach gemacht, war? Hat er gemacht, war? Hat er gemacht. Hat er gemacht. Hat er gemacht. Hat er echt. Also du bist schon ein Geflex-Talent. Ich zieh mal die Waffe. Das war auf jeden Fall nicht dein erstes Geflexe. Nö, ja, hab ich schon trainiert. Du bist professioneller Flexer, also echt. Ich hab da trainiert auch eine Weile. Wie hieß der? Wie hieß der? Der Bodybuilder? Der hieß auch so, war? Flex. Flex, Flex. Ja, der eine, der schwarze. Flex Wheeler? Flex Wheeler! War das? Flex Wheeler. Aber warte mal kurz, wie kriegst du es jetzt runter? Ja doch, Beat auf Probing. Ja, ja. Und mit auf die Tücke. Er macht schon, er macht schon, lass ihn mal, lass ihn mal. Das ist ja diese chinesischen Rätsel, das sind was für ihn. Ja. Das wäre Licht. Oh, ja, 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 das ist wie so ein Kind von mir. Als ob wir verschwägert werden. Aber ins Öl halten bitte. Verschwimmt schwer. Nee! Hau ab jetzt. Hau ab. Hau ab. Mal kurz. Nee! Gut, die Sucht kannst du jetzt nicht befriedigen. Sonst oder auch zündeln. Oh. Warum hast du keinen Bock? Ja. Mach mal. Immer erst mal Bock haben. Der hat immer keinen Bock. Nee, du kannst nicht einfach schlimm, hier rumgammeln, ohne hier was zu tun. Gammeln ohne zu tun, genau. Das sagt der Richtige. Mal, ja. Ja, ich klaue mir auch keine Bremsen zusammen. Hä? Wie kommt wer rauf? Der gefrühstückt. Round one. Fight. Hey. Ja, was hast du sonst noch für Geschäfte gemacht hier in der Runde bei den durch den Laden? Du weißt du. Das ist jetzt so ein Battle. Das ist ein Wahlbattle Nummer 1. Okay, hey, apropos, apropos verbal. Wenn, dann bin ich nur Scheißwerke. Alter, ich hab die alte breite Scheiße in der Meite. Ihr habt mich zu viel gewaltet. Aber ich mach mal weiter. Ich glaub, du wurdest gerade erwischt. Verliegen. Ja, ich weiß auch nicht. Die Love Below. Ja, schön. Ja. Wunderbar. Ey. Und für wen seid ihr? Schreibt mal, für wen? Für Valentina. Mich bitte. Dittmar ist Valentina oder mich für bitte, Valentina? Ey, scheiße, das war auch gemein, ey. Du musst, ja, du kommst jetzt live in dein Scheiße. Ich war an die Borg. Verdammt, Mann. Ich keinen sehen, ey. Digga, Borg. Jam guckt regelmäßig. Ja? Wirklich? Ja. Jamming? Jamming, genau. Er macht eine Jamming-Session. Jam-Session. Hör doch, wo sind wir unten? Okay, was auch immer, wie auch immer. Wie gesagt, ich habe schon vorhin gesagt, ich mache Feierabend. Jetzt fahre ich noch meine neue Errungenschaft hier. Runter. Erstmal bodennah. Bodennah wie wunderbar. Dankeschön. Ja. Gut, jetzt aber. Macht ihr gut, schönen Feierabend. Wünsche ich mir. Wir sehen uns morgen wieder. Macht ihr gut, bis dann, ciao. Sagt der Tommy.